Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. So, ich bin jetzt wieder an der Stelle, wo ich vorhin schon war. So. Ja. Okay. Gut. Hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wo ich wieder anfangen muss. Ich möchte gar nicht hingucken. Ach, das ist doch im Rahmen. Das ist in Ordnung. Zumal, es jetzt Nacht ist. Daraus jetzt zwar keinen großen Vorteil, den ich ziehen könnte, aber ist egal, es ist Nacht. Ja. Das ist doch... Warte mal. Nee. Nee, gut, da war er vorhin ja schon. Oder war... Ja. Da stand da, ich soll mich fallen lassen. Will das Spiel mich verarschen oder was? Oh. Also wenn es das will, hat es auf jeden Fall geschafft. Also nicht schlecht, nicht schlecht. So, nächster Versuch. Wir wurden zum Glück noch nicht entdeckt. Das ist schon mal sehr viel wert. Fallen lassen. Ja, das bringt doch nichts, wenn ich mich fallen lasse. Okay. So. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Okay, dann waren wir anscheinend doch sicher schwer enttäuscht sein. Waren wir anscheinend doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Müssen wir einfach hier jetzt lang, kann das sein? Ja, ich glaube. Ich weiß, ob ich mich hier. Ich weiß, ob das geht, verdammt. Mano. Oh! Okay, das habe ich einfach nicht gesehen. Tut mir leid, ich habe es einfach nicht gesehen. Na gut, dann ist es jetzt alles ein bisschen einfacher. Ja, okay, alles klar. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Ezio hat sich das alles genauestens angeschaut. Katharina Sforza aus ihrer Gefängniszelle befreien. So, jetzt wollen wir uns noch das über die Lucrezia durchlesen. mach ich ein bisschen zu langsam. Lucrezia ist ein Mensch. Da ist sie. Geburtsjahr 1480, Beruf Adelige, Tochter des Papstes. Lucrezia wurde von Kindesbeinen an zu einem wahrhaftigen Spielball für die Machenschaften ihres Vaters herangezogen. Sie wurde dreimal im Interesse des Papstes verheiratet. Mit nur 13 Jahren wurde sie mit Giovanni Sforza das erste Mal verheiratet, um die päpstlichen Beziehungen zu Mailand zu fördern. Doch als sich der Papst gegen Mailand stellte, konnte er mit dieser Ehe nichts mehr anfangen. Cesare drohte, Giovanni umzubringen, und so floh dieser. Um die Ehe auflösen zu können, erklärte der Papst Giovanni letztendlich für impotent. Da diese Verbindung nun nicht mehr existent war, konnte der Papst eine weitere Ehe arrangieren, dieses Mal mit Alfonso von Aragon. Sie sollte die Bindung zu Neapel festigen. Cesare hasste es, dass ihm der 19-jährige Alfonso Lucrezias Aufmerksamkeit stahl, und so erstach er ihn im Jahre 1500. Doch trotz mehrerer ernsthafter Wunden starb Alfonso nicht. Wie durch ein Wunder erholte er sich im Verlauf der nächsten Wochen. Als er das Unmögliche schaffte und sein Krankenlager verließ, wies Cesare Micheletto an, ihn zu erwürgen.
oder Micheletto. Lucrezia wurde aus dem Zimmer geworfen und während sie zum Papst rannte und um Hilfe bitten wollte, wurde Alfonso ermordet. Hinweis, dass man nicht das erste Mal, dass Cesare einen Mann aus Lucrezias Umfeld getötet hat. Im Jahre 1498 ertränkte er Pietro Calder, den päpstlichen Kämmerer, weil er ihr zu nahe gekommen war. Alfonso d'Este, Lucrezias dritter Ehemann, heiratete sie verständlicherweise nur sehr widerwillig. Doch die Strategie des Papstes für Mittelitalien erforderte es, dass er die Beziehung mit Ferrara festigte. Also zahlte er Alfonsos Vater Ercole d'Este, dem Herzog von Ferrara, 300.000 Dukaten und gestand ihm noch andere Privilegien zu, um die Partie zu sichern. Die zwei waren verheiratet, doch amüsierten sie sich auch außerehelich. Lucrezia schlief mit dem Dichter Bembo und Francesco de Il Gonzaga oder der zweite Gonzaga? Il, oder? Il Gonzaga. Ihre Beziehung endete, als Francesco die Syphilis bekam. Lucrezia starb bei der schwierigen Geburt ihres achten Kindes im Jahre 1519. Was ist denn mit den anderen sieben Kindern, fragst du dich jetzt. Das erfährst du in der nächsten Folge von Die schlimmsten Horrorromanzen der Welt. Alles klar. Ich weiß, ich habe noch ein paar Leute vergessen vorzulesen. Kommt noch, keine Sorge. Ich hab das auf dem Schirm. So. Muss ich immer noch unentdeckt bleiben? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, das gilt jetzt die ganze Mission lang. Das ist natürlich krass. Da ist die Wache. Wo muss ich denn hin? Da sind auch Wachen, das ist alles schlecht. So. Ich muss unbedingt mal testen zwischendurch an irgendwelchen Wachen, was die Messer anrichten können. Weil den könnte ich zum Beispiel jetzt messern, wenn ich jetzt wüsste, dass das sich auch rentiert. Also dass es auch wirklich funktioniert. So, ich muss weiter nach unten. Denn hier komme ich nicht rein, okay. Ich kann ja auch mal plündern, den armen Mann. Vielleicht ist er ja gar nicht so arm. Gift ist voll. Ich muss nicht hoch, ich muss runter, oder? Wie ich das jetzt wüsste, ob ich hoch oder runter muss. Ich denke, ich muss hoch, oder? Okay, es wird nicht gehen, da hängt nur ein Banner. Hier kann ich vielleicht hoch. Ja. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß, ich muss von unten dahin. Ich glaube, das ist gerade das, was ich hier mache. Kann ich denn... Ach so, ja, okay, gut, haben wir das auch geklärt. Haben wir das auch geklärt. Muss ich nur der Wache hier entledigen irgendwie, der mich jetzt wahrscheinlich sieht. Nein, er sieht mich nicht. So, jetzt einfach nur unentdeckt bleiben. Einfach nur. Kann nicht so schwer sein. So. Okay. Oh.
Ist das die einzige Wache, die hier patrouilliert, oder ist da noch eine? Es war ein bisschen knapp. Ein ganz klein bisschen knapp war es. Ich glaube, ich muss weiter runter, oder? Oh! Okay. Gut, hier ist... Das ist kacke. Warum strahlt jetzt so die Sonne in mein Wohnzimmer? Das ist gar nicht gut. Nee, ist falsch. Ich muss gleich den Rollern runter machen. Uiuiuiui. Hier lang. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich hab da echt gerade ein bisschen Zweifel. Zwei, drei, was? Nee, ist der falsche Weg. Das kann nicht sein. Halt! Den habe ich schon mal gesehen. Der sieht doch so aus wie... Der kommt mir bekannt vor. Ja, toll. Ich lasse mich jetzt töten. Wegen Checkpoint und so, ne? Ich hoffe, dass das dann auch mit dem Nicht-Entdecken dann so... Ne? Also auch neu anfängt quasi. Was mache ich denn jetzt halt? Jetzt bin ich ganz nervös, warte mal. Töte mich doch bitte ein, was kann ich so schwer sein? Weil ich kann auch nicht einen Checkpoint neu laden. Weil ich mich total dumm finde. Ne, ich versuche einfach, dass ich sterbe und hoffe... dass die Karten quasi dann ab dem Checkpoint neu gemischt werden. Bei Revelations weiß ich noch, da war es nämlich ziemlich kacke. Da muss man die ganze Änderung neu spielen. Okay. So, Leute, jetzt Daumen drücken. Und? Was ein Schwachsinn. Ey, was ein Schwachsinn. Es ist so ein Scheißdreck, echt. Wieso? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Checkpoint, der ist 70 Stunden vor der Stelle, wo ich entdeckt wurde. Das ist einfach so bescheuert, echt. So kann man einfach Spiele unnatürliche Länge ziehen, ey, wie so einer Kacke. Boah. Ich gucke jetzt, wo die Katharina ist. Und wenn mir das nächste Mal ein bisschen schneller geht, wenn ich die Scheiße hier neu mache. Meine Fresse, echt. Also doch hier hoch. Okay. Boah. Na gut, dann spiele ich die Scheiße bis dahin jetzt nochmal komplett... von vorne und wir sehen uns an dieser Stelle dann
gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, ich habe jetzt insgesamt 20 Minuten gebraucht, um wieder hier zu sein. Ja. Okay. Egal. Gut. Diesmal gehen wir den richtigen Weg. Und genau jetzt, pünktlich, wo es weitergeht, strahlt wieder die Sonne in mein Wohnzimmer. Kann ich jetzt entdeckt werden oder so? Kommt ihr nicht näher, Prinzessin? Wie? Nein! Okay. Ihr müsst näher kommen. Hallo. Ezio, was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucretia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Jo. Nicht mehr als 10 Quadrate Gesundheitsanzeige verlieren. Gut, das dürfte im Bereich des Möglichen liegen. Natürlich war es jetzt ein bisschen Dummheit von mir. Oh, ich habe E-Mails erhalten. Weil ich ja darauf hingewiesen wurde, in welche Richtung ich gehen müsste eigentlich. Aber ich habe gedacht, es könnte ja trotzdem sein, dass man in die andere Richtung gehen muss, ja. Egal, man lernt halt nie aus. Gut, dann darf ich auch wieder entdeckt werden jetzt. Das ist schon mal sehr viel wert. Ich darf nur nicht besonders viele Quadrate, aber gut, 10 ist echt viel. Das dürfte auf jeden Fall machbar sein. So, sie hat gesagt, oben im Castello, das heißt, wir gehen nach oben. Denn oben ist bekanntlich oben. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht frisch verwitwet? Er brachte meinen Mann um. Oh. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir. Aber das soll uns nicht stören. Nicht? Ich hüte unser Geheimnis. Lucretia, deine Lippen rufen nach mir. Anscheinend hat sie noch ein weiteres Techtelmechtel, außer das mit dem Cesare. Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Oh. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucretia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Er ist zu schnell! Ja, fasst ihn! Hallo? Hallo? So, geht doch. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Was? Hä? Hä? Fast ihn! Ach so.
Wie? Was? Wieso? Hä? Oh, diese Steuerung. Ich drehe noch komplett durch bei dem Spiel hier. Ich besiege jetzt erstmal. Prinzessinnen aus Burgen? Ja. Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Ja. Ecolo, Tempo, passt ihn! Ah, könnte nix. Oh, scheiße. Schnell, schnell, schnell! Er ist hier! So. Die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt, aus den Geschichtsbüchern getickt. Einfach so. Ja, passiert. Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck. Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vai a farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache, wache! Ich habe genug gehört! Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus.